ich heute Morgen noch in der Zeitung gelesen, dass die Briefmarken schon ausverkauft sind. Da habe ich mir die Frage gestellt, ob es da noch mal eine neue Auflage gibt. Darauf könnt ihr mir doch sicherlich eine Antwort geben, oder? Was? Guten Morgen, ich bin jetzt wieder Maximilian Levy auf dem Weg nach London. Bin jetzt in Colorado Springs im Trainingslager. Man sieht hier die Rocky Mountains, wir sind hier in der Höhe. Wollen für uns ja, den Effekt des Höhentrainings nutzen. Und der Tag beginnt erstmal mit dem Auspacken der Fahrräder. Die sind hier in Lokoppern verstaut. Dann wollen wir erstmal gucken, ob hier alles noch heil ist. Wenn er dann aufgeht. So, jetzt ist die Koffer erstmal aufgekriegt. So sieht das dann hier drin aus. Alles auseinandergebaut. Der Rahmen, die Laufräder, die Lenker. Hier drinnen ist noch mein Straßenrad. Naja, das dauert jetzt eine gute Stunde, bis ich das hier so wieder alles aufgebaut habe. So hat jeder seine zwei Radsäcke dabei und dann fangen wir mal an. So sieht das Ganze viel später aus. Drei Fahrräder habe ich mit, alles verstaut. Naja, jetzt kann die Reise eigentlich losgehen. Heute mit Straßentraining als erstes. Fahren wir bestimmt in die Rocky Mountains auf dem Pikes Peak. Ist natürlich Quatsch. Die ersten Einheiten bestehen daraus, erstmal sich dran zu gewöhnen an die Höhe, ein bisschen den Jetlag wegkommen zu lassen, dass wir uns an die Zeit gewöhnen. Naja, dann werden wir wieder auf die Radrennbahn gehen und von da aus werde ich mich wieder melden. So, bin jetzt hier auf der Radrennbahn in Colorado. So sieht die hier aus. 7-Eleven Velodrom. Hier trainieren wir jetzt fleißig. Und jetzt gehe ich mal zu unserer sportlichen Führung und werde mal nachfragen, was wir hier machen. Ich kann euch das nämlich viel besser erklären. Das ist der Volker vom IAT. Das ist auch vor seinem Rechner. Und das ist der Bundestrainer, der Herr Übel. Herr Übel, was machen wir denn hier in der Höhe in Colorado? Ich sitze auch vor meinem Rechner. Aha. Also was machen wir hier? Ja, wir sind hier um auf der Bahn in 1800 Meter Höhe unser Schnelligkeit- und Kraftausdauerprogramm durchzuführen für die Olympiavorbereitung. Das Besondere dabei ist, dass wir uns erhoffen, durch die Höhe noch intensiver trainieren zu können als unter Normalbedingungen. Mal ganz simpel ausgedrückt. Es geht also nicht darum, wie im Ausdauerbereich, um die Vermehrung der roten Blutkörperchen, sondern in erster Linie geht es darum, durch diesen Sauerstoffmangel, der hier herrscht, noch intensiver sich auszubelasten, als es vielleicht unter Normalbedingungen ist. Und dann die Regeneration, denke ich, das Entscheidende ist, wo wir uns erhoffen, dass wir dann noch eine höhere Leistungsfähigkeit haben und damit bei Olympia in London um Gold fahren können. Na super, das heißt, wir müssen hart trainieren, damit das mit der Regeneration auch wirklich funktioniert. Das ist immer so, egal wo. Ihr müsst ja immer hart trainieren. Das bitte kopieren und an alle Kadersportler weiterleiten. Danke. Das werde ich organisieren. Alle Zuschauer haben es gesehen. Nebenan sind hier übrigens die Rockies. Da sieht man, dass wir auch wirklich hier oben sind. Da kommt noch das Kamerakind René angefahren. Der hat schon Sauerstoffschuld, der sucht noch nach Luft. Auch der Robert Kanter aus Cottbus ist mit hier und ist hier fleißig. So, das erste Training ist geschafft. Hat allerdings noch etwas Tribut gekostet. So ein kleiner Sturz kommt immer mal wieder dazwischen. Aber ja, ist noch glücklich ausgegangen. Ist nur ein bisschen Haut, aber auf die Narbenfrage kann ich jetzt wieder antworten. Es ist wieder eine mehr. Das ist hier unser Zimmer im Center für die nächsten 25 Tage. Man sieht, es ist nicht so riesig groß, aber wir haben diesmal sogar einen Schrank. Naja, und hier leben wir die nächste Zeit und so werde ich euch dann peu à peu mal das Center und die Trainingsstätten bzw. die Radrennbahn vorstellen, dass ihr mal seht, wie das hier so ist. So, heute Kamerakind René, mal vor der Kamera. Er ist hier heute beim Kraft... der Kampf. Come on! Bodo, feuerst du nochmal an, bitte? Ja. Kannst du nochmal anweisen? Push! Ja, so trainieren wir hier nämlich auch. Es ist manchmal wichtig, auch andere Übungen zu machen, nicht wahr?